Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 11. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute habe ich leider kein echtes Buch in meinen Händen, sondern blende euch stellvertretend für eine Trilogie den ersten Teil der Reihe ein. Und zwar geht es um die Central Park Reihe von Lauren Laney, bestehend aus drei Büchern. Und in allen drei Büchern treffen wir eine Protagonistin, die im Grunde eine Geschichte aller dreien erzählt. Wir starten im ersten Teil eben, dass sich drei Frauen über den Weg laufen bei einer Beerdigung eines Mannes und sie schnell merken, wir tragen irgendwie die gleichen Schuhe, ich glaube auch die gleiche Uhr und irgendwie haben wir alle drei keine Lust auf diese Beerdigung. Was könnte es damit auf sich haben? Und wir treffen auf die Ehefrau, die langfristig Geliebte und die kurzfristige Affäre eines Mannes, der eben dort verstorben ist. Und alle drei Bücher erzählen jetzt eben den Fortgang dieser besonderen Freundschaft, denn alle drei Frauen nehmen sich im ersten Teil vor, befreundet zu werden und aufeinander aufzupassen, dass es eben kein Mann mehr schafft, im Grunde die Frauen auszunutzen und so zu belügen. Und so begleiten wir die drei Frauen in ihrem Leben danach, nach dem Verstorbenen, die natürlich ganz unterschiedlich trauern, ganz unterschiedlich enttäuscht sind von dem Mann, mit den anderen Frauen einfach ihre eigenen Probleme und Themen haben, wie sie eben dann eben auch ins Leben zurückfinden, wie sie sich beruflich verändern, privat verändern, wo Freundschaften verändern, wo sich Freundschaften entstehen, wo auch eine Liebesgeschichte gibt und alles im wunderbaren New York City. Und das hat mich tatsächlich sehr begeistert. Das klingt vielleicht im ersten Augenblick nach einer recht oberflächlichen Liebesgeschichte oder nach einer Liebesgeschichtenreihe. Und ja, das habe ich tatsächlich anfangs auch gedacht. Aber dann haben zwei, drei Leute ganz unabhängig voneinander davon geschwärmt. Und dann war ich natürlich auch so ein bisschen angefixt und habe mich mega dann auch gefreut, als Passion on Park Avenue bei mir eingezogen ist. Und ich mochte den ersten Teil unglaublich gerne. Und so ging es mit den anderen beiden Bänden auch. Ich habe die absolut gefeiert. Ich habe die sehr ins Herz geschlossen. Ich mochte diese Idee, dass diese drei Frauen irgendwie so vernünftig miteinander umgehen, keine gegen den anderen so einen direkten Groll haben, sondern sie den tatsächlich Schuldigen im Grunde erkannt haben, nämlich dass das der eben Verstorbene ist, dass der im Grunde Fehler in seinem Leben gemacht hat. Natürlich gehören zu einer Beziehung, wenn die irgendwie scheitert oder wie auch immer zwei, aber wenn ich belogen werde als Ehefrau, kann ich natürlich daran überhaupt nicht so viel ändern. Es war eine sehr erwachsene Geschichte. Es hat schon vielleicht so ein bisschen irgendwas, wie man so schön sagt, schon Klischeehaftes, was so Frauenliteratur ist. Aber ich fand es ganz, ganz toll. Ich mochte die Tiefgründigkeit der drei Charaktere. Ich mochte die eigenen Geschichten der jeweiligen Frauen. Ich mochte, wie das erzählt wurde. Ich fand es locker und leicht und flüssig. Es wirkte modern und es hatte eben auch so Wendungen und Erzählstile, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die mich wirklich auch sehr begeistert haben, mitgerissen haben und die mich einfach auch gut unterhalten haben. Und es gab keine Stelle zu viel. Es war keins der Bücher schlechter als das andere. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertige Reihe, die mich einfach nur begeistert hat. Und gerade auch natürlich dieses in New York unterwegs sein, die unterschiedlichen Schichten der Frauen, wie die in New York unterwegs sind, wo das herkommt, wie das Leben dort ist, das ist natürlich immer faszinierend. Ich glaube, seit Sex and the City lieben wir alle New York City und wo wir einfach so mit eintauchen können, als wären wir ein Teil der hiesigen dort Lebenden. Und es hat so, so viel Spaß gemacht und es war auch irgendwie so bunt und lebendig erzählt und es war einfach faszinierend, da diese Leben mitzuerleben, mit dabei zu sein und einfach diese Lebensfreude auch zu spüren, die bei den Frauen nach und nach zurückgekommen ist. Und natürlich hat man dann eben durch die Liebesgeschichten auch natürlich so ein bisschen dieses Kennenlernen, dieses Funken, vielleicht auch so das ein oder andere Anbändeln, aber das war nie too much. Es hat genau das richtige Maß für meinen Geschmack gehabt. Es war auch nicht zu kitschig, hatte aber natürlich schon den ein oder anderen Punkt, wo man dachte, oh, schön, und man einfach so ins Schwärmen kommen kann. Also eine großartige Reihe, eine ganz, ganz tolle Trilogie, die mich wirklich sehr gut unterhalten hat, die mir super viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube mal, irgendwann gebraucht werden definitiv, zumindest mal einer der Bände stellvertretend bei mir einziehen, weil ich die so, so schön fand und mir eben auch vorstellen kann, dass ich die durchaus immer mal wieder lese. Wenn man was locker, leichtes, schönes möchte, kann man dazu ja jederzeit greifen. Und das war es jetzt auch schon, das 11. Türchen. Ich wünsche euch heute einen ganz wunderbaren Tag. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.